Hallo und herzlich willkommen bei Modellbahn Union. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Produktvorstellung in H0. Heute haben wir von der Firma AcuraScale zwei sehr besondere Wagen, denn es sind Nukleartransportflachwagen aus Großbritannien in dem Maßstab 1 zu 76. Die werden wir uns jetzt gleich anschauen. Vorweg natürlich immer ein paar Informationen zum großen Vorbild. Dann schauen wir uns das Modell in aller Ruhe an. Die Laufeigenschaften dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen. Und die passenden Artikelnummern gibt es natürlich dann am Schluss unseres Videos. Der Fahrplan steht, wir legen los. Beginnen wir mit einigen Informationen zum großen Vorbild und da ist es recht überschaubar, denn die Wagen sind, muss ich wirklich sagen, etwas unscheinbar. Viel gibt es über die Wagen nicht. Es sind relativ einfache Standard-Flachwagen in Großbritannien. 1998 haben sie das Licht der Welt erblickt von Bombardier und Pro Rail of Wakefield und nun sind sie im Prinzip Castor-Transportwagen bzw. Wagen für den Transport von nuklearen Inhalten. Das kann man hier in der Mitte schön sehen, wo sich im Prinzip dieser große Container befindet. Darin werden dann sozusagen die nuklear verstrahlten Produkte transportiert. Brennstäbe oder andere Sachen, die halt abfallen und die werden dann hier drin sicher verstaut. Das ist, muss man sich vorstellen, wie ein Käfig, der die Strahlung sozusagen drinnen hält und vermeidet, dass die Strahlung aus dem Wagen austritt. Unsere Flachwagen hier laufen unter einer sehr speziellen Bezeichnung, wie ich finde, denn die Bezeichnung lautet KU001A und dann noch KUA. Und das Ganze ist im Prinzip eine sehr außergewöhnliche Bezeichnung, wenn man da an unsere Güterwagen hier in Deutschland denkt. Da sagt man Flachwagen, Schüttgutwagen etc. Also so eine Bezeichnung habe ich persönlich noch nie gehört, aber sie ist wirklich sehr interessant. Ja, eingesetzt werden die Wagen zurzeit in England für den Abtransport von nuklearem Abfall aus U-Booten der Royal Navy. Die werden im Prinzip ausgebaut, werden dann mit diesen Wagen transportiert zu einer Recyclingfirma, wo diese Sachen dann sozusagen unschädlich oder abgebaut werden, sodass man sie auch wirklich recyceln kann. Kommen wir nun zu unserem kleinen Modell hier vor uns und da schauen wir uns natürlich erst einmal wieder an, wie kommt das Modell überhaupt zu uns und da muss ich wirklich sagen, sehr nobel muss ich sagen, wir haben hier die Hartkunststoffverpackung, wirklich sehr stabil und das Besondere an dieser Box, deswegen möchte ich es zeigen, ist, wir haben hier unten einen Magnetverschluss. Da hört man es. Und damit kann man den Karton relativ leicht öffnen. Wir haben dann halt hier eine Blister-Einlage, wo die Wagen sehr sicher drin liegen. Obendrauf kommt dann nochmal ein Kunststoffdeckel und das Ganze ist wirklich sehr stabil und wirkt wirklich sehr nobel. Und dann, wenn man zumachen kann, wieder das schöne Klicken. Also rundum die Verpackung finde ich schon mal gelungen. Kommen wir nun zu den Wagen. Wie ja eben schon gesagt, haben wir hier keinen Größenmaßstab von 1 zu 87, nämlich von 1 zu 76. Was bedeutet das? Wir können die Wagen ganz normal auf unseren H0-Gleisen auch hier in Deutschland problemlos fahren lassen. Das Einzige ist, sie sind vom Modell an sich minimal größer als unsere Modelle hier. Aber die Spurweite ist komplett identisch mit unseren, auch mit den Radien, da ist überhaupt kein Problem. Schauen wir uns die Wagen an. Wie ich finde, sind die Wagen hervorragend umgesetzt, qualitativ. Tief, wirklich ein Augenschmaus. Ich habe so Wagen auch vorher noch nie gesehen. Sie sind sehr schwer gehalten. Viele Sachen hört man auch hier aus Metall gefertigt. Auch hier in der Mitte der Castor-Behälter sozusagen. Auch sehr, sehr schwer. Wir haben die Geländer Metall. Das ist kein Kunststoff. Da
hört man's. Auch die Drehgestelle ist eine sehr besondere Konstruktion, die ich hier aus Deutschland, ich bin ja Lokführer, noch nie gesehen habe. Wir haben, ich kipp den Wagen jetzt hier mal leicht, dann kann man das besser sehen, zwei Drehgestelle auf den jeweiligen Seiten und diese Drehgestelle sind mit einem sehr langen Rahmen verbunden und die Drehgestelle selbst können sich aber dann auch nochmal bewegen. So hat man dann zum einen die Möglichkeit, sehr enge Radien zu fahren und natürlich hier vorne durch den Überbau hat man dann die Möglichkeit, man hat Abstand zum Behälter und man hat aber noch gleichzeitig aufgrund der Länge durch das zusätzliche Drehgestell die Möglichkeit, enge Radien problemlos befahren zu können. Auch die Längsträger hier unten sind hervorragend gedruckt, alles wunderbar trennscharf. Die Anbringung der einzelnen Elemente, jetzt schaue ich mal, wo das hier vorne bei euch ist, nämlich hier auf der anderen Seite, bei mir ist es jetzt auf der Seite, da sehen wir sozusagen dann den Schlaufengriff, wie wir ihn hier in Deutschland nennen, das ist im Prinzip der Absperrhahn für Bremse ausschalten, der Lastwechsel, das ist alles wunderschön umgesetzt, es ist auch farblich sehr schön umgesetzt, hier die ganzen Aufhänger, wo man sozusagen den Wagen niederzurren kann, sind sehr schön farblich umgesetzt. Hier unten das Handbremsgestänge ist weiß lackiert und auch die Geländer hier sind überall wunderschön weiß lackiert. Mitgeliefert bei den Wagen haben wir eine DIN A4 Seite, die wirklich sehr übersichtlich ist, wo wir auch nochmal den Wagen in Natura sehen. Zwar jetzt nicht in Blau, sondern in Grau, aber es sind wirklich diese Wagen. Dann haben wir hier unten nochmal eine kleine Geschichte zur Historie der Wagen. Auf der Rückseite haben wir dann das Ersatzteilblatt, was tatsächlich doch ein bisschen größer ausfällt, weil wir relativ viele Kleinteile haben. Und unten dann auch nochmal eine generelle Information zu den Wagen. Mit dabei, und das finde ich wirklich auch sehr schön gemacht, haben wir ein kleines Zurüstbeutelchen, wo wir Bremsschläuche und tatsächlich eine Schraubenkupplung haben. Und das Schönste an der ganzen Sache ist, die Bremsschläuche sind oben am Hahn, den man dann sozusagen hier reinsteckt, farblich abgesetzt. Also hier hat man wirklich händisch jeden einzelnen Bremsschlauch vorher angemalt. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich eine sehr schöne Sache. Bügelkupplungen sind da nicht mit bei, sondern wir haben die britische Hakenkupplung mit dabei, die sich aber relativ leicht austauschen lässt gegen unsere normalen Bügelkupplung. Der Wagen hat eine NEM-Kupplungsaufnahme nach 362 und wie gerade schon gesagt, sind auf die Wagen schon montiert die englischen Hakenkupplungen. Wir haben hier die Fahrzeuge mit den Betriebsnummern 95770 und 771. Die Wagen laufen so meistens auch zusammen und sie haben eine Länge von je 320 mm. Last but not least kommen wir zum wichtigsten, nämlich der Artikelnummer dieser wunderschönen Wagen mit Gleichstromachsen. Wir haben hier die Artikelnummer ACC 2400 KUA. Und das war's auch schon mit unserem Video über diese Wagen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Habt ihr noch Fragen zu diesem Wagen oder auch zu anderen Sachen, könnt ihr gerne einmal hier unten die Kommentarfunktion nutzen oder uns direkt eine E-Mail schicken. Wir werden uns natürlich schnellstmöglich bei euch melden. Alle weiteren Informationen natürlich auch auf unserer Homepage www.modellbahnunion.com. Das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und tschüss.